よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Digimon Story Cybersleuth. Normalerweise nehme ich immer für ein paar Tage oder so eins bis drei Folgen auf, aber diesmal fehlt mir ein bisschen die Laune und nehme diesmal nur eine Folge auf. Ich habe das letzte Mal Yugos Auftrag abgeschlossen und ja, ich hoffe, es kommt noch weiter eine kleine Aufgabe, die ich schnell erledigen kann. Und ja, du bist geradezu ein Magnet für die verschiedensten Leute. Du hast keine Ahnung, wie selten das für ein Detektiv ist. Dein Freund verbreitet wohl wieder schlechte Laune in K-Café. Ist ein schwieriges Alter. Ja, also ich bin zwar nicht demotiviert oder so, aber ich habe heute keine Lust auf Digimon. Ryota. Ja? Was soll ich nur tun? Ah, Scary! Wie lange bist du schon hier? Anscheinend bist du durch all die Berufserfahrung als Detektiv richtig gut im Anschleichen geworden. Nein, das kann echt nicht sein. Worüber ich mir Sorgen mache? Mist, wie hast du das gemerkt? Du bist einfach zu gut als Detektiv. Vielleicht sollte ich dich sowieso um Rat fragen. Allein wenn ich es wohl nicht lösen können. War das gerade Deutsch, was ich da vorgelesen habe? Allein werde ich das wohl nicht lösen können. Wahrscheinlich ist es besser, dich um Hilfe zu bitten. Ich darf bestimmt wieder zurückrennen. Blumen für Sakura. Ryota Takei. Broadway. Oh, was soll ich nur tun? Was kann ich machen? Kann ich diesem Mädchen etwas geben, um sein Herz zu gewinnen? Sein? Ich denke mal, das soll um ihr Herz zu gewinnen, oder heißen? Kann ich diesem Mädchen etwas geben, um ihr Herz zu gewinnen? Oder das Sein ist auf das Herz bezogen. Ich meine ihr, das Wort. Doch sein. Auf das Herz bezogen, sein Herz. Deine Freundin wird bald aus dem Krankenhaus entlassen und du willst ihr etwas schenken? Ach, Kyoko, nicht so laut. Sakura ist noch nicht meine Freundin. Was, noch nicht? Was soll das denn heißen? Nun ja, ich, also... Wenn du ihr etwas schenken willst, gib ihr einfach, was du möchtest. Ich möchte etwas, was einem Mädchen gefällt. Kannst du mir helfen, etwas auszusuchen? Aber du weißt, dass du ein Honorar zahlen musst, wenn es ein offizieller Fall ist, oder? Das geht schon in Ordnung. Ich möchte einfach nur das beste Geschenk für sie. Nun ja, sie kommt doch bloß aus dem Krankenhaus. Findest du das nicht etwas übertrieben? Ach, hör schon auf. Ich weiß, du bist ein Detektiv, aber du musst nicht ständig alles analysieren. Ich nehme grundsätzlich nur Fälle an, die ich ganz und gar verstehe. Aber vielleicht kann ich einmal eine Ausnahme machen. Vorerst. Vorerst? Das klingt beängstigend. Ich brauche Geld, um das Geschenk zu kaufen, also nehme ich einen Teilzeitjob an. Außerhalb von Eden soll es Orte geben, an denen es spukt. Das hatten wir doch schon mal gehabt, diesen Fall. Aber ich brauche trotzdem deine Hilfe. Macht ihr immer noch Geisterfotografie? Na gut, wir suchen also etwas, das einem Mädchen gefallen würde. Leider habe ich vor langer Zeit aufgehört, wie ein Mädchen zu denken und du bist zu pragmatisch. Das heißt, wir haben ein Problem. In diesem Fall würde ich vorschlagen, dass du deinen femininen Freunde fragst. Deine femininen Freunde? Vielleicht Arata, vielleicht Yuko. Perfekt, sie ist wahrscheinlich nicht die richtige Person, aber sie wird zumindest ihr Bestes geben. So wirkt sie jedenfalls auf mich.
Ich glaube, sie ist gerade in Shinjuku. Geh hin und frag sie nach ihrer Meinung darüber, was man einem Mädchen schenken sollte. Shinjuku. Ach, brauchst du was? Du suchst nach einem Geschenk für das Mädchen? Das Herz einer holden Maid erobern und so weiter. Wenn man sowas hört, denkt man sich gleich: Junge, mach mal langsam. Das geht gar nicht. Für dich vielleicht, du Nuss. Aber es war sowieso klar, dass Nokia wahrscheinlich der Schlüssel ist. Was ist los? Hast du eine Frage, die du unbedingt loswerden musst? Ja, es war so oder so klein. Was, du suchst ein Geschenk für ein Mädchen? Kannst du mir noch etwas mehr darüber erzählen? Ein Geschenk für ein Mädchen, aber warum fragst du mich das, Gary? Oh mein Gott, du magst jemanden, nicht wahr? Aber du hast doch mich, ist das der Grund? Aber da du mich nicht ganz für dich allein haben kannst, musst du jemand anderen finden. So ist das mit Sicherheit. Ich schüchtere die meisten Kerle wahrscheinlich zu sehr ein. Aber wenn mir niemand nahe kommt, weil jeder Angst hat, kein gutes Zeichen. Aber Scary und ich, wir sind anders. Als Rebels haben wir die gleichen Ziele, die gleichen Ideale. Wir haben eine besondere Beziehung, die alle Hindernisse überwindet. Was war nochmal die Frage? Ach, es ging um ein Geschenk für ein Mädchen. Da bist du bei mir richtig. Auf dem Gebiet bin ich eine Expertin. Wenn es um Geschenke für Mädchen geht, kann man mit Accessoires nicht falsch machen. Accessoires! Bei Mädchen dreht sich alles um Accessoires. Die können schon teuer sein, aber wie wäre es mit einer Kette von Vivian? Lass uns im Büro darüber sprechen. Eine Halskette, nicht schlecht. Allerdings wäre alles über 1000 Yen zu teuer für einen Schüler. Ja, der Preis ist die eine Sache, aber mal ehrlich, statt ihr was so weibisches zu kaufen. Etwas Romantisches wäre vielleicht besser. Ein Geschenk, das beweist, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Ein romantisches Geschenk. Ich weiß, ich habe versprochen, nicht so viele Fragen zu stellen, aber jetzt habe ich doch eine. Was, von wann redest du? Du weißt, dass sie nur aus dem Krankenhaus kommt. Warum bist du denn so versessen darauf, ihr so ein tolles Geschenk zu kaufen? Das ist die Chance für mich, Sakura zu sagen, was ich fühle. Ihr sagen, was du fühlst? Was fühlst du denn genau? Also ich meine, du weißt schon, dass ich sie liebe. Liebe? Liebe? Magst du diese Sakura? Natürlich! Warum würde ich ihr sonst sagen wollen, was ich fühle? Verstehe, aber warum magst du sie? Nun ja, ich weiß nicht. Ich muss ständig an sie denken und will bei ihr sein. Ich bin der Einzige, der Sakura beschützen kann. Naja. Ach, ich bin Ryota. Ich bin der Einzige, der sie beschützen kann, Sakura. Ich bin der Einzige, der sich beschützen kann, Sakura. Ich bin der Einzige, der sich beschützen kann, Sakura. Hey, hör auf damit! Hör auf, das zu sagen! Hör auf! Das reicht genug. Tu jetzt, wofür ich dich enjagiert habe? Wie wird denn nochmal ausgesprochen? Ich glaube, enjagiert. Haha, er ist ein unsicherer Teenager. Aber er ist ehrlich. Wir sollten ihm weiterhin helfen. Na dann, mein romantisches Geschenk. Da musst du wohl einen romantischen Freund um seine Meinung bitten. Was meinst du? Ein romantischer Freund. Genau, man erwartet es kaum, aber ich glaube, er ist ziemlich romantisch.
Ich hatte es in Akihabara. Geh los und frag ihn nach einem romantischen Geschenk. Akihabara, simsalabim. Brauchst du etwas von mir? Verstehe, romantisches Geschenk. Ach ja, wie wär's mit einer Einladung zu einem offenen Kuchenbuffet in einem netten Hotel? Süßes bis zum Umfallen ist der Traum jeder Frau. Setz dich von dir reden. Halt, ich bin die Streifenpolizei. Du stinkst nach Arata. Ach, du willst mich etwas fragen? Warum redest du dann so förmlich? Was, du suchst ein romantisches Geschenk für ein Mädchen? Romantisch, pff, das ist doch irgendwie altmodisch, meinst du nicht? Und warum fragst du mich das überhaupt? Was, ich soll romantisch sein? Was erzählst du da? Wie, das war Kyotos Idee? Ich kann mir nicht erklären, warum sie sowas sagt. Romantisch, was? Ich hab's! Wie wäre es mit Gift und einem Dolch? Was? Warum ziehst du denn so ein Gesicht? Das wäre ein unglaublich romantisches Geschenk. Wie bei Romeo und Julia, verstehst du? Von denen hast du doch gehört, oder? Ich habe von ihnen gehört, aber von denen habe ich noch nie. Von denen habe ich noch nie gehört. Das will ich nicht hören. Das ist eine von Shakespeares Tragödien. Es geht um die verbotene Liebe zwischen Romeo und Julia. Romeo glaubt, dass Julia gestorben ist, also nimmt er Gift zu sich und bringt sich um. Julia lebt aber in Wirklichkeit noch und als sie sieht, dass Romeo tot ist, nimmt sie einen Dolch und ersticht sich damit. Also, was meinst du? Romantisch, oder? Ich finde schon, so eine tiefgründige und dramatische Geste berührt schon irgendwie. Das ist nicht romantisch, das ist... Ja, es ist ein romantisches Geschenk. Ende der Diskussion. Haha, es ist ein Witz, nur ein Witz. Du hast mich doch als Spinner bezeichnet, ich wollte mich nur an dir rächen. Ein romantisches Geschenk. Wie wäre es mit einem Ticket für einen Vergnügungspark? Hast du noch nie gehört, dass Erinnerungen wichtiger sind als mit materieller Besitz? Ihr könnt euch in den Fahrgeschäften vergnügen, die Paraden ansehen und euch dann unter einem sternenklaren Himmel küssen. Mädchen mögen sowas doch, nicht wahr? Ich werde es den anderen im Büro vorschlagen. Wow, ein Ausflug zu einem Vergnügungspark. Ein Kuss unter einem sternklaren Himmel. Ich wusste doch, dass er romantisch ist. Was meinst du? Sollten sie einen Tag in einem Vergnügungspark verbringen? Eine Verabredung. Ich finde, eine Verabredung ist der nächste Schritt, aber erst möchte ich ihr etwas schenken, was sie echt umhaut. Bei dir gibt es wirklich viele Bedingungen. Ich habe lange überlegt. Ich glaube, es wäre mir lieber, wenn das Geschenk nicht so außergewöhnlich ist. Etwas Einfaches, aber Elegantes. Das sagst du was. Wobei einfach, aber elegant sich irgendwie widerspricht. Na gut, ich muss jetzt arbeiten gehen. Bitte macht weiter. Wir sprechen uns später. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass er das gemacht hat. Ich sollte mich daran gewöhnen haben, aber warum er immer uns die Arbeit überlässt. Also etwas Einfaches, aber Elegantes. Einfach ist es mit ihr nie, aber es gibt nur eine Person, mit der du befreundet bist, die dich dazu beraten kann. Ja, sie ist wohl gerade bei Kamishiro. Bitte sie um eine Idee zu etwas Einfachem, aber Eleganten. Sie sollte dir etwas Nützliches sagen können. Wo war sie? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Scheiße.
Ich guck's erst in Nakano. Ich hab wirklich nicht aufgepasst, wo sie jetzt ist. Oder wo sie sein sollte. Was, da kann man nicht weiter? Ah, hätte ich mal aufgepasst, dann müsste ich jetzt hier nicht suchen. Das ist so nervig. Wusste ich doch, dass sie hier ist. Wie? Du hast eine Frage? Wovon redest du? Wenn du dich wie verrückt aufführst, rufe ich den Sicherheitsdienst. Oh, stimmt, das ist jetzt die erste Nachricht, die ich jetzt in dieser Folge bekommen habe. Gleich zwei. Ich gehe zu einem Treffen mit anderen Digimon. Willst du mitkommen? Klingt cool, ich bin gern dabei. Questheit, auf deinem Handschuh sind zwei Zeichen: Kreis und Spieleverpackung. Sehe leider nichts. Aber ich weiß, dass auch. Es gibt ja zwei Protagonisten. Man konnte ja am Anfang ja einen männlichen oder einen weiblichen Charakter nehmen. Auf dem weiblichen sehe ich, glaube ich, ein Dreieck. Ich guck mal nach. Ne, ein Kreuz. Juhu. Wir sind vielleicht Freunde, aber mich einfach zu Amts. Aber mich. Einfach an so anzufassen. Ach, du wolltest mich etwas fragen?
Was, du suchst etwas, das einfach aber köstlich ist? Ach hoppla, einfach aber elegant, mein Fehler. Sie denkt nur am Essen. Was genau meinst du denn? Kannst du es mir bitte ausführlicher erklären? Natürlich, du suchst etwas, das einem Mädchen gefallen würde. Jetzt verstehe ich. Aber das scheint mir kein guter Plan zu sein. Erstens wäre es ein Geschenk für eine Person, das jemand ausgesucht hat, ohne sie zu kennen. Der Schenker muss überlegen, was der Empfängerin gefallen könnte. Was sie glücklich machen könnte. Denk ernsthaft darüber nach. Überlege, lass es dir durch den Kopf gehen und wähle dann das bestmögliche Geschenk. Darum geht es beim Schenken. Es geht nicht um das Geschenk selbst, sondern um die Mühe, die sich der Schenker gemacht hat. Das ist der wahre Wert des Geschenks. Da gebe ich dir sogar recht. Bitte sag diesem unentschlossenen Klienten, dass er über die Person, die er beschenken will, lang und gründlich nachdenken soll. Was? Nicht? Was mich glücklich machen würde? Das ist eine gute Frage. Onirigiri. Das hätte ich gern. Onirigiri, liebevoll zubereitet. Ein schönes, großes Onirigiri. Was ist das? Ich denke mal eine Fischart oder so. Was, Onigiri hilft dir nicht weiter? Sie meinte, die Mühe, die man sich macht, ist das eigentliche Geschenk. Eigentlich hat sie recht. Wow, natürlich, genau so sollte ich es machen. Ich werde darüber nachdenken, ernsthaft und ganz allein. Ich werde überlegen, was Sakura glücklich machen würde. Also gut, danke Skyrim Kyoko. Juhu! Huch, ich sehe gerade, ich habe die falsche Zeit aufgeschrieben. Muss er wirklich loslaufen und so rumschreien? Ah ne, Quatsch. Ist schon richtig. Und wo läuft er überhaupt hin? Ach, die Jugend, die hat ja keine Ahnung. Gut, damit ist der nächste Fall abgeschlossen. Ich bin neugierig, was aus dieser jungen Romanze letztendlich wird. Ich wünsche ihm viel Glück, dass er ihre Gunst gewinnt. Oh! Saxon. Kapitel 10 zum gelobten Land. Trophäe erhalten, Kapitel 10 erreicht. Hacker von Saxon, von Kolum, nein, von ganz Eden, ich frage euch. Seid ihr frei? Frei von Überwachung und Einmischung. Gibt es diese Freiheit jetzt in Eden? Und was mit der Prototyp von Eden, den Ursprung von uns Hackern, unserem gelobten Land, unter Null? Es ist ein Ort, der Schöpfer dieser Digitalwelt zum Ideal hatte. Freier für ein besseres Leben. Doch unter Null wurde bei der Veröffentlichung von Eden beschlagnahmt und in einen Server zur Datenkontrolle umgewandelt. Jetzt ist es eine Festung mit den schärfsten Sicherheitsmaßnahmen der Welt. Unter Null, unser Utopia, liegt jetzt auf dem ältesten Server von Eden, Valhalla. Wir Hackern werden uns unser Utopia zurückholen. Wir werden eine neue Ordnung in Eden schaffen und diese überwachte und kontrollierte Freiheit abschaffen. Wir von Saxon erklären hiermit, dass wir unser gelobtes Land unter Null zurückerobern. Wer diesen Wunsch teilt, sollte sich uns anschließen. Für unter Null! Ich traue Yugo immer noch nicht. Na, das konnte sich so sehen lassen. Das war eine packende Rede. Eines Tages wirst du einen guten Chef abgeben. Um Eden zu retten, ist mir jede schauspielerische Darbietung recht. Auch eine alberne. Auch wenn ich Legenden und armen Märchen erzählen muss.
Wenn ich nur zu unter Null gelangen kann, kann ich all dies neu erschaffen. Ich kann Eden neu erschaffen, so wie sein Schöpfer es sich vorgestellt hatte. Ich denke, dieser Wunsch wird dir erfüllt. Und ich werde dich auf deinem Weg stets begleiten. Die Hacker waren von Yugos Rede inspiriert und machten sich auf nach unter Null und ihr gelobtes Blablabla. Drehen wir die Dinge ein wenig zurück. Ach, ich bin's. Du hast nichts zu tun, dachte ich mir schon. Wir treffen uns alle im freien Bereich von Eden. Mitbringen, ach ja, Mum und deine Freundschaft mit Digimon. Also, bis dann. Und wenn du zu spät kommst, machst du mit Akino Forin Zorn Bekanntschaft. Ich gehe zum freien Bereich von Eden. Hast du mich nicht gehört? Geh nach Eden. Irgendwas macht dort Probleme. Sei vorsichtig. Ja, das werden wir allerdings ein andermal machen. Ich bedanke mich, dass ihr ein bisschen zugesehen habt. Ich bin fast bei der 30 Minuten. Ja. Und wie gesagt, ich bin so oder so noch ein bisschen müde. Es ist 23 Uhr, beziehungsweise nach 23 Uhr. Seit eine Viertelstunde. Und ja. Wie hat euch die Folge gefallen? Fand ihr diese gut oder schlecht? Schreibt es mal ruhig in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da ein wenig unterstützt. Tun müsst ihr es aber nicht, das ist keine Pflicht. Würde mich aber trotzdem freuen. Ansonsten deabonniert ihr anderen und abonniert dafür mich. Bei mir ist alles frisch. Ansonsten tschüss Sikorsky und bis zum nächsten Mal. Tschüss!